Ja, liebe Zuschauer, willkommen zur Rollstuhl-Basketball-Partie hier in Wiesbaden zwischen den Rhine River Rhinos und den Thuringia Bulls. Ja, Sebastian, waren spannende Wochen. Martin Otto, neuer Nationaltrainer der Damen. Ja. Wetzlar verloren, recht deutlich, bei den Bulls. Ja, und wir müssen kuscheln. Die Kamerafrau hat gesagt, wir sollen ein bisschen näher rangehen. Das mache ich natürlich gerne. Ja. Ja, ich habe eine Haargestalt für dich. Ja, sieht immer noch suboptimal aus, sagen wir es mal so. Ja, letzte Woche eindeutige Sache eigentlich in Erfurt. Ja, eindeutig. Die ersten 10 Minuten haben die Bulls wirklich überragend gespielt. Und das hat, glaube ich, auch den Sieg gleich ausgemacht. Weil ich denke, damit hat der Nico Zellinger nicht gerechnet. Nick Zellinger. Und ich denke, dass das ausschlaggebend war für die Bulls, da auf dem Siegesweg zu sein, weil die sind ja nochmal rangekommen später, aber was sie da in den ersten 10 Minuten gezeigt hat, war schon meisterwürdig. Ja. Was hat das jetzt ausgelöst in Wetzlar, sage ich mal? Sind die jetzt noch heißer, wenn es in den Eurocup geht? Oder die müssen ja morgen in Hamburg auch spielen? Ja, ich denke halt, das sind zweierlei Wettbewerbe, da muss man aufpassen, weil hier geht es um die Quali für den Champions Cup, da kann man nicht im ersten Spiel gleich gegen die Bulls alles in die Waagschale werfen, weil da muss man ja als Minimum Erster oder Zweiter kommt weiter. Also muss man da wirklich auch so ein bisschen haushalten mit den Kräften, oder? Ja, weil es sind ja 4 harte Spiele, das darf man nicht vergessen. Ja, das kommt Porto Torres, die ja auch sehr gut in der Liga dastehen. Und ich denke, da muss man aufpassen. Ja. Ich sag mal, die Bulls haben gezeigt, wo sie stehen. Sie sind nicht unverdienter Tabellenführer und ich denke schon, dass es ein gerechter, auch in der Höhe, ein gerechter Sieg war. Ja. Was kann man erwarten von der Partie heute? Ja, nach dem Tipp frage ich dich später. Ja, aber was denkst du so? Was sind so die Matchups? Ja, die Matchups, ich sag mal, Wiesbaden muss 120% spielen, überhaupt eine Chance zu haben. Die Chance ist sehr gering. Warum sind die eigentlich so gut, die Bulls? Sind die so, macht das so viel aus, wenn man da über 3-4 Jahre zusammenspielt? Kennt man sich da so gut? Ja, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen. Und ich denke schon, wenn du ein Grundgerüst, und das hat der Lutz sehr stark gemacht, ja, dass er die alle gebunden hat und das über Jahre, ist echt ein sehr gutes Zusammenspiel und hat da und da die Leute geholt, wo er gesehen hat, da braucht er jemanden, ja, das hat er echt clever gemacht und er hat einen Kader, die erste 5, wo aufläuft, da kann jeder scoren, ja, das hat niemand in der Liga, nicht mal Landil. Und ich denke halt, der Lutz hat echt einen guten Job gemacht und ich glaube, wir werden noch viel sehen dieses Jahr und ich hoffe, dass er einer der deutschen Teams die Champions Cup gewinnen. Ja. Ich gönne es allen beiden, aber so wie es aussieht, wird Bulls so einen kleinen Hauch vorne sein. Ja, erklär doch mal mir als Mann ohne Basketball-Sachverstand, warum Elksleben da ein bisschen flexibler ist von der Rotation als Wetzlar. Ist es wirklich so? So von den Lineups? Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich sag mal, die Landiller haben ja auch nicht nur 5 gute Spieler, die haben auch 7, 8, 9. Ja. Aber wenn man jetzt das Zusammenspiel anguckt von den Bulls, wenn man sich nur umdreht, wie sie sich warm machen, ja, wie das Team untereinander ist und da kriegt auch jeder seine Einsatzzeiten. Ja. Und für den Alex hat es gut getan mit dem Iraner, dass da noch ein Großer kam. Das hat so in den letzten Jahren vielleicht den Bulls ein bisschen gefehlt, weil Haikuk war nicht so groß. Ja. Und jetzt hat man auch gegen Landil gesehen, dass er auch mal 2-3 Minuten ohne Alex spielen können. Und trotzdem macht er 40 Punkte. Ja. Ich glaube, das war so. Das ist schon Weltklasse, oder? 41 Dinger da. Ich war ja selbst in Erfurt, war schon Bombe. Ja, also. Aber ich denke schon, man muss die Kirche im Dorf lassen. Man sieht, dass die Bulls ausgeglichen spielen. Und auch schon die ganze Saison, natürlich den Ausrutscher in Landil. Ja, kann passieren. Fertig, abgehakt, direkter Vergleich gewonnen. Daheim saustark gespielt. Die ersten 10 Minuten waren überragend. Ja. Und aber wenn du mal die Line-Up anguckst, mit Joachim, einer der besten Spieler der Welt. Ja, Alex, der beste deutsche Center mit. Dirk Pasi waren, aber die kann man nicht vergleichen. Der eine ist ein Center, der andere ist mehr so ein Playmaker. Und André Binnek. Du kannst den Namen da auflesen. Auch die 2 Spieler von Zwickau, die hat ja niemand auf dem Schirm gehabt. Ja, und die haben so stark eingespielt. Ja. Der Ben, echt macht einen saugeilen Job. Besser wie in Zwickau. Ja. Also ihr könnt euch freuen, zu Hause wird eine richtig geile Sache hier. Die Stars hautnah in Wiesbaden zu erleben und Basketball-Sachverstand mit dir. Ja, lass uns mal zu unserem Lieblingsthema kommen. Zwickau. Du hast ja die Freunde in Zwickau freuen sich. Ne? Haben jetzt Gas gegeben. Die letzten 2 Heimspiele gewonnen gegen Trier und schade. Für dich waren sie ja die ganze Zeit schon stark. Ja, wir haben auch Wiesbaden letzte Woche deutlich geschlagen. Und man darf, Zwickau hat ein Riesenthema eigentlich. Ja, warum die, ich sage halt mal, die Vorbereitung in Exleben hat denen, glaube ich, nicht gut getan. Immer noch. Dann die Niederlage gleich gegen Bonn, war gleich der Haussegen schief. Und dann wieder in die Liga reinzukommen, war schwer. Dann auch dumme Niederlagen, hohe Niederlagen. Und aber jetzt haben sie vielleicht den Schalter umgelegt. Ich wünsche es Zwickau, weil die haben einer der besten. Oder sag mal, die waren schon Playoff-Kandidat für mich und schon ein starkes Team. Ja. Wer steigt dann ab?
wenn Zwickau nicht absteigt. Mal gucken, wo du jetzt Feinde machst, ja. Karl, bleibt nur noch drei Meter über. Nein, also Zwickau hat es noch nicht geschafft. Ja. Zwickau muss Bonn noch in Köln schlagen. Und dann können wir darüber reden, ob es Köln oder Bonn wird. Okay, schau mal. Ja, eine andere große Entscheidung, die jetzt die Tage letzte Woche gefallen ist, ist der Nationaltrainer der Damen. Das war ja auch so ein Kandidat, über den du jetzt außerhalb der Kamera auch immer sehr positiv gesprochen hast mit Martin Otto, ne? Wo du gesagt hast, das ist richtig, richtig gut. Er ist eine Granate. Auf dem Feld war er so eckig wie du. Ja? Vielleicht kannst du ja nachher noch so ein, zwei Internas ausplaudern. Aber was sagst du zur Personalie Otto? Ja, mit die beste Wahl, muss man schon sagen. Also wir hatten ja schon mal damals das Vergnügen im Interview, damals, wo wir zu dritt zusammen waren. Und ich habe mir immer gewünscht, dass er auch mal A-Nazio-Trainer wird bei den Herren. Da hätte ich mir vielleicht noch mal überlegt, Gas zu geben. Nein, aber Martin Otto, der spielt seit über 20 Jahren Basketball. Der weiß wirklich, wie der Hase läuft. Er ist ein engagierter Trainer, er weiß, von was er spricht. Hat ja sehr gute Erfolge gefeiert hier mit den Damen, Fußgängerdamen. Und ich denke, war für den Rollstuhl-Basketball-Damen das Beste, was passieren kann. Ja, hat sich Janet McLachlan gekrallt als Co-Trainerin. Was sagst du zur Personalie? Ist auch wieder clever gemacht. Ja, es ist so. Weil ich habe ihn interviewt, Martin Otto, in der nächsten Rollt ausführliches Interview. So viel wird heute nicht verraten. Müsst ihr euch die Rollt kaufen. Ja? Ja, du musst halt so sehen, die Janet, die kennt unsere Liga, die kennt alle deutschen Spielerinnen. Sie ist dann auch welterfahren, ja, nicht nur hier in Europa, sondern wirklich weltweit. Und ich glaube, das war schon eine gute Ergänzung für den Martin. Okay, was hat sie so an weiblichen Einfluss bei so einem Trainerduo? Ja, man muss klar sagen, ne, wenn die nicht spuren, dann kann ich dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja? Nein, Janet ist ja mit die beste Spielerin der Welt und ich glaube schon, dass sie allein mit ihrer Erfahrung und auch mit dem, was sie vormachen kann für die jungen Spieler, ja, die kann ja alles zeigen, wie man mit dem Ball fährt, wie man den behauptet, wie man auch über 100% spielt. Ja. Und es ist echt gut, was der Martin gemacht hat. Ich denke, für den deutschen Basketball war das nochmal ein Schub für die Frauen, trotz eventueller Abgänge in der Nation. Ja. Einer, der heute auch zu sehen sein wird, ist André Binek. Ja. Nick Zeldinger hat ja auch im Interview gesagt, man weiß es noch nicht, ob er die Europameisterschaft spielt, weil er auch so ein bisschen gelitten hat, so wurde es kolportiert, ne, mit der Belastung auch. Wie stark ist eigentlich so eine Belastung eines Nationalspielers mit Lehrgänge, mit Training, mit Liga, mit Pokal, also ich sag mal so Puls und Metzler, die sind ja ständig unterwegs. Ja, aber ich denke, wenn du professionell Basketball spielen willst, und das machen die ja auch, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Natürlich muss dann der Trainer, das haben sie auch beim Dirk Pasemann oft gemacht, dass er seine Auszeiten gekriegt hat, die Mannschaft hat trotzdem trainiert. Ja. Vielleicht sollte man da halt auch mal zwei, drei Augen zudrücken, aber ich bin der Meinung, es dürfte keinen Spieler belasten. Okay. Also, wenn wir mal gucken, ob er sich die Pause nimmt, der André Binek. Dirk Pasemann, du hast gerade gesagt, ist ja auch ein Kandidat, der noch am Überlegen ist, ob er spielt. Wie wertvoll ist er für die Nationalmannschaft? Ja, ich denke, es gibt ja keinen besseren Viererhalber Schützen von außen in Europa. Ja. Ich denke, er kann immer spielen, egal wie auch. Natürlich muss er fit sein, aber ich denke, dass er eigentlich immer in die Nationalmannschaft gehört, solange er sagt, er spielt Basketball und ist sehr wichtig. Okay, ja, die Europameisterschaft steht an. Ne? Also wir werden sehen, was da so alles passiert, wen der Bundestrainer nominiert. Die Damen sind ja jetzt am Lehrgang am Wochenende in Bonn, da ist das erste Mal. Ja. Wie willst du so ein erstes Training gestalten, wenn du Martin Otto wärst, wenn du jetzt 24 Damen da zusammenrufst? Ja. Was würden Sebastian Spitznagel machen? Jetzt kommt halt wieder darauf an, wie wichtig sind die Spielerinnen für die Mannschaft zu Hause. Ja. Ja? Wenn man da weiß, dass da manche mehr auf der Bank sitzen, würde ich die voll hart rannehmen und dass ich auch wirklich weiß, was im Moment sind zu leisten, ja, weil man weiß ja, man guckt sich Spiele an, aber wie viele Frauen spielen ja wirklich? Ja. Es ist ja auch eine Handvoll immer und ich denke, dass man da schon mal diese drei Tage nutzen muss, um zu sehen, was können sie fahrerisch, was haben sie drauf, wie stark sind sie belastbar, auch unter Druck, auch nach dem zweiten, dritten Tag, weil der erste Tag ist ja immer so Larifari und der zweite, dritte Tag tut dann richtig weh und ich denke, ich würde da schon Vollgas geben, um zu sehen, was sind wirklich Kandidaten, wer will. Er will unbedingt, was sind die bereit zu tun? Und dann würde ich volles Rohr. Also Linienläufe oder was? Linienrollen? Sprints, gucken, 1:1 verhalten, dann auch mal gucken, wie verstehen sich untereinander. Ja? Das ist ja nicht nur, dass du hier 12 Einzelspieler brauchst, du brauchst auch Spieler, die zusammen harmonieren. Ja. Und das sieht man auch unter Belastung. Wie kommunizieren sie, wenn man mal 5 gegen 5 spielt? Ja? Fangen sie an schon zu reden oder ist da erstmal eine Stille oder greifen sie sich gleich an?
Hast du dann auch immer geguckt, so wie die Hierarchie im Team ist, dass du, was weiß ich, da ist der Anführer, da ist so der Stille, oder wie hast du deine Mannschaften immer zusammengesetzt und trainiert? Hast du da auch so eine Hierarchie dann gehabt innerhalb der Mannschaft? Ja, also ich habe ja nur bis jetzt, wenn man so es nimmt, nur Frankfurt trainiert, einmal richtig. Also früher mal. Ja, Kaiserslautern auch trainiert. Ja, Kaiserslautern noch. Das Problem ist halt, da ich ja sehr emotionaler Typ bin. Ja, und habe ich schon geguckt, dass ich vorne dabei bin und habe auch versucht, das Team immer zusammenzuhalten. Ja. Auch wenn auch mal ein paar Worte gefallen sind. Ja, natürlich steckt man ab. Man guckt, auf wen kann man sich immer verlassen. Ja, es ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn du nicht die Mannschaft kennst. Ja. In Lautern hatte ich ja die Chance, die Mannschaft mit zusammenzustellen und hatte auch die Spieler da. Natürlich habe ich einen Sven da übernommen. Ja. Aber ich kannte ja die Mannschaft, war ja mit da im Boot und habe die mit zusammengestellt. Und dann ist es leicht zu arbeiten. Ja. Aber wenn du ja jetzt in die Nazio nimmst, da hast du ja nur deutsche Spieler, musst du gucken, wer spielt überhaupt noch. Ja. Und ich denke, da ist halt Martin und da ist er erfahren genug, um zu sehen, okay, die sind definitiv dabei. Und dann nimmt er sich die Spieler erstmal zur Brust, die noch nicht da waren. Und dann kann er die alleine durchchecken und sagt, okay, tauglich, nicht tauglich. Und okay, lass uns zurückkommen zum Spiel heute jetzt hier. Elxleben gegen Wiesbaden. Du hast gesagt, es müsste schon viel passieren, dass hier Wiesbaden gewinnt. Ja. Was müsste passieren? Müsste Halauski sich irgendwas brechen? Oder was müsste passieren, dass... Nein, also wir haben es ja damals, was willst du haben ja damals mit Frankfurt vorgemacht. Wir haben mit einem Punkt gewonnen und waren auch krasse Außenseiter. Ich sage, das hat viel mit der Einstellung zu tun. Und natürlich hat Wiesbaden 5, 6 Spieler, die auf dem Niveau mitgehen können. Die Frage ist, können sie 40 Minuten mitgehen? Ja. Ich denke, der Frust von letzter Woche gegen Zwickau sitzt auch noch so ein bisschen in der Knochen. Ja. Wiesbaden hat nichts zu verlieren, also können sie eigentlich Vollgas gehen. Also ich würde in das Spiel gehen, Vollgas, Spaß wie gegen Landil. Ja. Und dann will ich gucken, kann ich das Spiel eng gestalten? Was nicht passieren darf, dass sie in den ersten 5 bis 10 Minuten auseinanderfallen. Ja. Und das kann halt schnell passieren. Das hat auch Landil letzte Woche spüren müssen. Und da müssen sie halt echt aufpassen. Okay. Ja, liebe Zuschauer zu Hause, wir machen eine kurze Pause, setzen uns hin, kurze Werbepause. Und dann kommen wir zurück mit der Starting Five und sonstigen Nachrichten aus der bunten Welt des Rollstuhlbasketball. Bleibt dran, bis gleich. So, zurück im schönen Wiesbaden. Die Thuringia Bulls sind eingelaufen. Jetzt folgen gleich die Damen und Herren. Ist ja nur eine Dame aus Wiesbaden. Ja, Sebastian, sag doch nochmal so 2, 3 Sätze zu unserem Freund Halauski. Der sich ja, was soll ich sagen, nicht nur gemacht hat, er ist einfach eine Granate, der Mann. Ja, aber das ist ja nicht von jetzt auf nachher, sondern das ist ja schon über Jahre. Er hat sich stetig verbessert. Jetzt ist er halt auch konstant geworden, das ist das, was ich auch am Anfang der Saison gesagt habe. Und jetzt hat er auch mal gegen ein Top-Team wie Landil mal gezeigt, wo der Hammer hängt mit 41 Punkten. Kann man so einen Spieler eigentlich über 40 Minuten ausschalten? Ja, aber das Problem ist halt, und das ist der Vorteil bei den Bulls, es bringt dir nichts, nur einen Spieler auszuschalten, weil die Line-Up, die Starting Five, das sind 5 Spieler, die können alles scoren. Also müssten wir immer im 1 gegen 1 spielen, um ihn auszuschalten zu können überhaupt. Das ist halt schon schwer. Ja. Sehr schwer. Du hast ja auch hier die Punkteverteilung, was sie so einnetzen in der Regel. Lass mal hören, was zeigen hier die Bulls. Ja, wenn du mal guckst, Alex mit 27 im Schnitt. Ja, das ist ja schon... Ja, aber das ist ja nicht alles. Ja, da kommt noch Joachim mit 20. Dann kommt der Neue, der Iraner, schon mit 13 oder fast 14 Punkten im Schnitt. Dann André Binnek, Jens Albrecht, der Raimund. Die kratzen ja alle schon an zweistellig an. Das ist ja nicht so, dass du nur 3, 4 Spieler hast. Ja. Sondern da geht es die Bank runter mit 6, 7 Spielern, die fast zweistellig scoren. Ja. Und das darfst du halt nicht aus dem Auge verlieren. Ja, was mich immer wundert, so als Unbedarfter, sag ich mal so, Linden, der hat ja nur 2,5 Punkte, ne? Und trotzdem hat er halt da, hau die Dinger da rein. Ja, aber das ist ja wie ein Mike Pay oder ein Böhme. Das sind ja starke Schützen, ja? Die machen ihre Punkte von außen oder machen schnelle Fastbreaks. Also Layups, wie man so schön sagt. Mit den Punkten darfst du es nicht abhängig machen. Ja. Und du musst auch immer sehen, so junge Spieler oder auch wieder Joachim, die scoren, weil die haben ja auch noch eine Bank da mit dem Alex. Ja? Dann wird er auch mal mit 2 verteidigt, dann ist für ihn eine Lücke da. Das ist ja dann ja nicht einfach zu scoren, aber das ist halt auch gewollt dann. Ja, du hast auch die,
Die Starting Five, kannst du uns kurz sagen, wer aufläuft jetzt hier für die Rhinos und Elksleben? Ja, da fangen wir bei den Rhinos, da sind ja immer die altbekannten, ja. André Hopp, der Palmer, Shelley McLachlan, John und Tommy. Ja. Ja, und dann halt bei Team Thüringen mit dem Alex, André, Ben, Joachim und der Raimund. Ja, das ist, im Moment ist, glaube ich, das Beste, was man hier sehen kann. Ja, wir haben ja auch so eine kleine interne Diskussion laufen, mein Freund Sebastian Spitznagel und ich. Ne? Wer hat jetzt den schönsten und besten und größten Bizeps? Ja, weißt du, wenn du jetzt wieder so eine Tura siehst. Ja. Sie fahren hier ständig an uns vorbei. Richtig. Also ich denke so von Athletik her, von dem Gesamtkörper, finde ich, ist Raimund Joachim schon einer der besten Ausgestattesten. Ist schon krass. Aber hier, der aus Hamburg ist auch nicht schlecht. Ja. Nein, aber es ist schon, es hat sich ja schon arg geändert. Ja. Ja, wenn ich mir überlege, ich bin ja schon fettleibig dagegen, würde es mich schämen, da jetzt noch mitzufahren. Ja. Okay. Ja, aber die Bank weg, ja, wenn du jetzt mal alle durchguckst, überhaupt jetzt bei Team Thüringen, ist schon hart. Ja, ja, da ist ja, ja, ich finde jetzt keinen Spieler, wo man sagen kann, der muss jetzt ein paar Kilo abnehmen. Die sind gut durchtrainiert. Und aber so soll es ja auch sein, wenn du oben mitspielen willst. Dann in drei Wettbewerben noch dabei. Ja, der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird es vielleicht schon gesehen haben durch die Außenkamera. Cliff Fischer ist heute nicht da, kann aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein, wird vertreten von Yuki Ito, die normalerweise die Regiomannschaft, glaube ich, ist es, trainiert. Ja, wir dürfen ein richtig cooles Spiel erwarten, ne? Also ich hab Bock. Hast du auch wieder Bock, ja? Ich habe immer Bock. Hast du immer Bock, genau. Ja, die Frage ist halt, wie weit kann Wiesbaden dagegen halten? Das ist hier die entscheidende Frage. Nicht, dass es dann Waterloo wird, was halt auch die Bulls dies ja schon bei manchen Mannschaften gezeigt haben. Ja. Und ich hoffe halt wirklich für die Wiesbadener, dass sie da ein bisschen dagegen halten können, sich nicht einschüchtern lassen. Ja. Auch wenn sie mal gleich 10-0 davonlaufen. Und ja... Eigentlich müssten wir hoffen, dass die Bulls nicht so gut starten wie letzte Woche. Nein, weil da hat man ja mal gesehen, was sie mit dem Serienmeister machen können. Also ich war ja in Erfurt, muss echt sagen, war schon super. Also auch vom ganzen Ambiente und so. Die hatten ja diesen Doppelspieltag mit den Rockets. Ja. War schon echt super gemacht. Werbung für den Rollstuhlbasketball. Lutz Lessmann hat ja am Anschluss auch gesagt, die hatten teilweise zu kämpfen, weil auch Karnevalsumzug war. Dann wurde es falsch angekündigt in der Zeitung, aber doch waren anständig Zuschauer in der Halle. War eine feine Sache für den Rollstuhlbasketball. Für die Wetzlarer Fans leider nicht. Ja. Gutes Spiel. Schiedsrichter kommen vorbei. Ja, Spiel. Ja, ich finde es auch heute wieder schön hier mit Raimund. Den habe ich ja in Italien Zeit. War ja in meinem Nachbardorf in Porto Torres. Ja, ja. Wir haben es privat sehr gut verstanden. Okay. Ja, da kannst du ja noch ein paar Internas dann erzählen. Die sind alle in Italien geblieben. Ja, stimmt. Nein, war eine schöne Zeit mit ihm. Ne? Obwohl er mein Gegner eigentlich war, haben wir echt viel Zeit miteinander verbracht. Wo sind so seine Stärken, Beginski? Der hat ja richtig gescored auch hier gegen Netzer. Der hat, glaube ich, 8 Dinge ineinander gemacht. Ich glaube, es gibt für ihn als Zweier im Moment keine Schwächen, würde ich glaube lieber so sagen. Ich würde keine Schwäche finden. Er ist gut durchtrainiert, hat einen starken Schuss. Ist ein guter Teamspieler, hat Übersicht, alles, was du brauchst, so für einen Weltklasse-Zweier zu sein. Ja. Schade, dass er nicht für Deutschland spielt. Hm. Und das halt schon über Jahre, ist auch nicht seit gestern. Ja. Ja. Schon sein ganzer Werdegang, er war immer ein solider Zweier und ist immer von Jahr zu Jahr noch besser geworden. Und jetzt ist er, glaube ich, auf seinem Höhepunkt. So, Sprung mal bei Wiesbaden. Ja, Janet muss spielen, kann nicht bei Martin Otto sein in Bonn. Ja, André Hopp, der hat vorhin auch gesagt kurz, er spielt hier, oder hat er selbst gesagt, kann er ja auch, richtig gute Saison, ne? Ja. Also seine, eine der besten bisher in seiner Karriere. Das ist auch so ein Überraschungsspieler, finde ich, in der Saison. Wohl jeder kennt ihn, aber trotzdem mit seiner Leistung. Was er hier umsetzt in Wiesbaden, ist schon bärenstark. Ja, eben noch von Beginskis gesprochen, macht er die ersten Punkte. Ja, was ist mal, wie hat sie die Zone verteidigen? Ja, und hier schon abgefangen von Alauski. 3-1.
Einfache Punkte hier. 3 gegen 1. Ja, aber das siehst du auch, wie schön sie als Team fungieren. Ja, keiner fährt hier ein Einzelsolo, sondern spielen wirklich eine 3-1-Überzahl sauber aus. Ja, was müssen die Wiesbadener machen, um in die Zone zu kommen, zu einfachen Punkten? Gas geben. Zaubern und Gas geben. Nein, es wird schwer. Also definitiv, ja. Wenn du mal guckst, sie spielen ohne richtigen Lowpointer. Spielen ja mit ihrer Zweierstaffel, 2-3er. Und mit Alex Viral. Jetzt zu lang gebraucht von John. Die Lücke war eigentlich da. Ja, André Haupt trifft nicht. 4-0 weiter in die Führung für die Bulls. Wieder Beginskis. Der Pass über die Zone zu Binek. Der hat alle Zeit der Welt. Trifft nur den Ring. McPhail. Ja, das war jetzt aber auch so ein bisschen Glück, weil sie hatten kein Safety hinten. Wenn da jetzt ein anderes Team da wäre, hätte es gleich ausgenutzt. Weil alle 5 Spieler tief standen. Ja, Jenner trifft nicht. So, Beginskis. Ja, Lücke gesehen hier, Linden trifft nicht, kann es nicht verwerten. Halauski kommt angefahren, macht die einfachen Punkte. Ja, aber jetzt siehst du auch, die fahren über die Mitte schön zurück. Die Bulls verteilen sich dann oben auf der Zone, dass jeder dabei ist. Und da sieht man schon, dass sie schön eingespielt sind. Aber das müssen sie auch für nächste Woche, wird's hart im Champions Cup. Airball hier von André Hopp. Ja, das ist das alte Thema. Ich denke halt, die Center müssen am Anfang unters Brett, um easy Points zu machen und nicht von draußen zu schießen. Dann kommt man auch leichter ins Spiel. Ja. So, Ballbesitz für Thüringen. Der Canyon mit dem Einwurf. Auf Halauski, mit der Hand im Gesicht von McPhail. Ja, das Ding Match. Ja. Ja, das hatten ja auch letzte Woche gegen Landil ausgezeichnet. Oben über die Mitte ist Mismatch. Gegen Annabelle Breuer immer ausgenutzt am Anfang. Tommy Gray. Trifft, erste Punkte für Wiesbaden. Zum 2-8. Binek in die Zone. Zu einfach. Ja. And one. Ja, was hat jetzt nicht gestimmt in der Verteidigung bei Wiesbaden? Ja, mein Kohl ist gerade weg. die Zone war unten wieder offen. Ja. Und das ist das, was man eigentlich immer sagt, dass die Baseline unten zubleibt. Alex konnte schön durchfahren. Könnten U-Turn unten machen unterm Korb. Und konnte dann den Ball sauber annehmen. Und trotz Janet sauber abgeschlossen. Sicher. Ja, aber 13 von 15 oder so hat er gemacht in Erfurt. Ja, aber gegen wen hat er das gemacht? Gegen Landil? Nicht gegen Nein, von der Freiwurflinie war er auch so sicher. Also. Und das ist halt schon, also Alex ist schon bärenstark. Janet McLachlan mit dem Defekt. Defekt, genau. Oh, die Achse ist durch. Ob die einfach so rausgeht. So, wie viel Zeit haben die jetzt eigentlich, um den Wechsel zu machen? Oder? Ja, normalerweise, wenn es schnell geht, halten sie kurz die Uhr an und dann warten die Schiedsrichter normalerweise, wenn es zu lang dauert, so wie jetzt, muss ein kurzer Wechsel kommen. Hast du gerade schön gehört? Der Schiedsrichter hat gesagt, dauert zu lange. Ja. Normalerweise sagt man immer so 30 Sekunden ist okay. Wenn ich muss jetzt schnell. Ja. So, Matze Güntner kommt rein. Ja, man sieht jetzt schön, dass nicht nur Yuki das als Coach da ist, sondern auch Janet hier das so ein bisschen die Geschicke leitet.
Ja, Matze Gündner, auch sehr viel Spaß gemacht uns, ne, die Saison. Ja. Heute kann er sich beweisen nochmal. Ja. Nein, Mann. Komm, er macht einfach Spaß, oder? Ja. Kommt rein. Alles kalt. Boom, in die Fresse. Alles kalt. Ohne Offensivfoul. Ja, ist jetzt auch wichtig, dass Wiesbaden nicht gleich den Faden verliert, dass sie noch ein bisschen dranbleiben. 4-9, 5 tief. Das ist schön, dass wir immer zwei unterschiedliche Ergebnisse sehen. Ich sehe hier L4. Aber du ja, ich gucke hier oben an die Anzeigentafel. Ich glaube mal den. Alles klar. Ja, aber siehst du hier so bei Wiesbaden ist so ein bisschen statisch alles, ja. Und wenn du anguckst. Ja, müssen Schüsse nehmen, trifft in dem Fall. Ja, es ist sehr wichtig. Aber jetzt wirst du gleich wieder im Gegenzug sehen. Puls hält gleich einen zurück. Geht immer sehr schnell. Die drei Sekunden von Alex Halowski. War zu lange geparkt. Da gab es früher mal eine ganz tolle Regel für eine Saison, dass man. Die drei Sekunden haben erst gezählt in der Zone, wenn der Ball über der Mitte war. Da gab es nämlich welche, die haben sich gleich mal in die Zone gepackt, bis der Ball über der Mitte war. Ja. Und dann haben sie die weiten Pässe gespielt. Ja. Haben sie ein Jahr mal getestet. Ja. Und hier, gut. Und das zweite voneinander jetzt von Linden. Ja, jetzt ist es. Schon eine gute kleinliche Linie. Ja. Hätten wir auch weiterlaufen lassen können. Herr Güntner, McPhail, Hopp. Ja, der angetäuscht bei Halowski, wollte vorbeiziehen. So. Einwurf für die Rhinos. Erzähl doch mal so zwei, drei Sätze über André Binek. Ja, ist auch so ein Shooter, oder? Ja, oder? Ist aber auch so ein agiler Spieler. Trotz seiner Bindung kann er auch sehr harte Zweikämpfe führen. Ja. Er ist sehr schnell, auch ein sehr guter Schütze. Mit der beste Dreier in Deutschland, mit Tommy Böhme zusammen. Würde ich schon sagen. Schön gemacht von McPhail, durchgezogen. Auszeit. Michael Engel will die Auszeit. Timeout. War ein bisschen lang gedauert, ne? Ja. So. Ja, ich glaube jetzt so. Nach dem guten Start. 8-9. 8-11, genau. Also 8-11. Ja, ich sag mal, er will jetzt nicht zufrieden sein, der Thüringer Trainer, aus dem Grund, weil die haben sehr stark begonnen und jetzt zum Schluss haben sie kleine, leichte Fehler gemacht, die dürfen nicht passieren und Wiesbaden hat es zum Glück gleich bestraft und können das Spiel so offen halten. Ja. Also 8-11 steht es, liebe Zuschauer zu Hause. Habe ich noch nachgefragt beim Anschreiber, der muss es wissen. Ja, also war mal. Die Scouter waren es jetzt auch richtig, ja, die Jungs. Ey. Ja, jetzt muss halt Wiesbaden da weiter, man muss aufgehört haben. Und aber ich glaube jetzt. Dass jetzt kommen die Bulls, oder was? Jetzt packen sie die Hörner aus. Ja, ich glaube, sonst kommen die ersten Wechsel. Okay. Ja, da hat er natürlich Möglichkeiten, ne? Engel? Richtig, ja. Der Gegensatz zu Wiesbaden, deutliche Möglichkeiten. Ja. Ja, siehst du auch, bewegen sich alle sehr gut. Ja, wir kommen jetzt auch noch in die Zone, ne? Ja. Gute Verteidigung. Da ist jetzt Linden. Ja, trifft nicht. McPhail. Ja, sieht man jetzt auch schön, dass sie nicht gut zurückkommen. Ja. Und Güntner. Eiskalt. Oh. Ja, und holt seinen eigenen Rebound. Super. Also wir sind nicht parteiisch, ich muss schon sagen, schade. Also er macht einfach Spaß.
Ja. Oh, und Halauski fängt den Ball nicht. Ja, war ein schlechter Pass. War ein schlechter Pass. Ja. Wechsel. So, Jens Albrecht kommt. Und Temu Patan für Binek und Canyon. Ja, jetzt wirst du halt gleich sehen, dass es vom Fahrerischen nicht schlechter ist, was er aufs Feld bringt. Oh. War schnell gespielt, ne? Ja. Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt, gerade vom anderen, wenn er noch drin wäre. Da hat er ein schönes N1 gemacht. Ja, aber ich weiß nicht, warum es keine Schüsse gibt. Dann hat er schon. Ja, aber beim Fangen wahrscheinlich, ne? Ja. So, McPhail auf Hopp. Güntner. Güntner hat alle Zeit der Welt, wartet hier. Auf Hopp. 5 Sekunden. 4. Muss den wilden Wurf nehmen. Halauski mit dem Rebound und ab geht's. Zieht mal drüben schön Ziel gefahren. Erst von Raimund. Jetzt setzt nach für den Alex. Natürlich ohne Erfolg gerade. Aber das war jetzt super gemacht. Ne? Ganz uneigennützig von Linden nochmal den Pass gespielt auf Halauski, der besser gestanden hat. Der macht die Dinger rein. Ja, das macht halt auch so ein starkes Team aus. Ja. So, Sprungballsituation. Ball für die Bulls. Ja. Ja, aber es ist auch beeindruckend, dass André auch heute wieder den Hochball gewonnen hat, obwohl er nicht der größte Center ist. Das sieht man, dass man mit dem Kippen schon hochkommt. So, Halauski macht es in die Zone. Ja, zu einfach, ja. War zu einfach. Und das Foul von André Hopp. Wer hat jetzt gepennt? André, oder? Ja, André, ja, der muss härter am Stuhl unten bleiben. Wenn er ihm nur ein bisschen Luft gibt, dann macht er mit einem Zug einer Finisher, kommt er vorbei. Und wenn er ihn aber direkt am Stuhl stoppt, dann hat er nicht die Chance, einfach so wegzufahren. Ich glaube, da müsste André mal ein bisschen mehr drauf gucken, dass er ihn mehr am Stuhl bearbeitet. Warum hast du eigentlich nie so gute Freiwürfe geschossen wie Halauski? Hatte ich auch mal eine Saison. Hat auch mal eine gute Saison. Ja. Ja, wo ich sage, schießt er vorbei, ne? Ja. Nein. Ja, aber ich denke mir, ich hatte nicht die Chance, so lange auf so einem Niveau zu trainieren und zu spielen. Ja. Aber ich hatte auch mal, wo ich in Italien war, hatte ich auch eine sehr gute Quote. Nicht nur an der Freiwurflinie, auch an der Dreierlinie. Ja. So, Albrecht. Mit dem Easy Layup. Und nein, ist schon Bernd Stark. Also klar, das beste, der beste Viererhalber in Deutschland. In Europa ist er auch ganz oben dabei und auf der Welt. Wer hat noch so ein Niveau weltweit oder europäischer Ebene wie so ein Halauski? Ja, der Piotr ist halt aber wieder ein anderer Typ. Ja, aber es ist halt, ja, ich würde schon vergleichen mit Simon Mann. Obwohl der Simon Mann nicht so schnell ist wie Alex. Aber schon die Qualitäten in der Zone, auch am Zonenrand, auch an der Freiwurflinie konstant hochprozentig zu schießen. Ja, nehmen wir viel Zeit von der Uhr, ne? Noch 3, 2, macht fies Band muss nehmen. Ja, und der Zugzwang trifft nicht. Gut verteidigt hier von den Rhinos. Ja, ich bin gerade so auch ein bisschen überrascht von Wiesbaden mit der Aufstellung, wo sie gerade spielen. Machen sie auch einen sehr guten Job, sind wieder rangekommen. Ja, 14-8. Ja, mit 2 4,5er, ne? Ja. Ah, das war jetzt gewürgt, ne? Ja. Zu einfach. Jetzt siehst du gleich wieder den Bulls mit einer Überzahl. Ja, da haben sich beide jetzt auf Halauski konzentriert. Ja. Der Linden war frei. Ach, und dann spielt er genau in die Arme. Das war jetzt blöd. Albrecht. Halauski. Ja, schnelle Finger hier von Hopp. Und schon wieder die Zeit. Ja, mit. Geht rein.
Ja, kleiner Lauf jetzt von Thüringen, 16-8. Ja. Ja, Lauske will die 3 Sekunden haben. McPhail kriegt die Würfe. Ja, ist halt ja, immer sehr, ist halt sehr schwer, wenn du als Kleiner mit Ball da reinkommst in die Zone. Ja. Und ja, es ist halt, ja, ob es ein Foul ist, ist sagen wir, die schlagen halt auf den Ball, die Jungs. Ja. So, Wechsel hier bei Wiesbaden. Jim Palmer raus, André Hopp raus. Janet McLachlan zurück mit neuem Rad. Ja, und Lukas bleibt auf dem Feld. Luki bleibt drauf. Tommy Gray. McPhail macht den. Alex jetzt auch auf die Bank gegangen. Ja. Azad auf dem Court jetzt für Halowski. McPhail macht den 2. auch rein. Albrecht. Patan. Albrecht. Und da ist Azad. Macht die Punkte. Führt auch gleich gut ein. Ja, und das ist das, was, glaube ich, so den Bulls, trotz dass der Meister geworden sind, letzter gefehlt hat, nochmal so einen großen Brecher wie ihn in den Reihen zu haben, wo ein Alex auch mal die Minuten geben kann auf der Bank zum Durchatmen. Ja, Matze Gündner eiskalt mit Brett. So, Linden. Beginskis. Ah, Interception hier. Ja, schlechter Pass von Gray. Ja, Michael Engel auch leicht. Leicht genervt. Ja, schlechte Pässe jetzt hier. Ja, hat eigentlich noch Zeit. Ja, na, ja. Da oben nur noch eine Sekunde. Oh, Gray. Ja, wir gehen kurz in die Pause und sind gleich für euch zurück. Zurück in Wiesbaden. 2012 für den deutschen Meister gegen den Aufsteiger, ne? Muss man auch mal sagen. Gegen die Rhinos. Vom Alex schon 10 Punkte in den ersten 8 Minuten. So, Gündner. Unter dem Korb. Sehr sicher. Ich glaube, er ist auch Topscorer bei Wiesbaden. Ja. In dem Spiel bis jetzt. Tut uns leid, liebe Zuschauer, wenn wir euch immer wieder nerven müssen. Ja, aber es ist einfach, macht Spaß, macht auch Hoffnung, sag mal, auf den Nachwuchs. Was Gündner hier zeigt in Wiesbaden. Jetzt hier Beginskis. Es ist aber schön zu sehen, wie hart die Bulls oben verteidigt und Wiesbaden auch schwer macht, in die Zone zu kommen. Ja, 7 Sekunden noch. Gray nimmt den Dreier. Auf den Ring, Bienek mit dem Rebound. So, das Foul von Gündner. Ja, das macht er aber schon clever, der Matze. Ich glaube, damit zeigt das jetzt auch mal ein Zeichen mit so einem Foul. Das ist ja das, was mich so beeindruckt. Ne? Er kennt ja keine Angst. Ne? Also, solange er seine Mitspieler noch erkennt, ist alles gut. Ja, hier, McPhail kämpft, kriegt aber nicht den Rebound. Ball ist bei Beginski, ist der auf Patan. Und hier Pfiff vom Schiedsrichter. Jetzt hat man halt wieder so schön gesehen, dass keine Nix da mal hinausgepackt. Der Pfiff war schon längst da. Ja, das kann ich als Gegenspieler auch zur Weißgut bringen, ne? So eine Aktion. Was hat mein Chef gesagt? Ein struktureller Drecksack. Bienek. Oh, und dann.
Sehr schön. Ja, sehr gut verteidigt von Matze. Ball bei den Bulls weiterhin. Azad. Jetzt hat er so schön gesagt, sei schade. So ein Ding musst du eigentlich machen unter dem Brett. Ja. Hartan. Zu kurz. Wieso hat er jetzt abgepfiffen? Ja, weil die Uhr war schon abgelaufen vor dem Schuss. Okay. Deswegen hätten auch die zwei Punkte nicht gezählt. So, Wechsel auf Seiten der Bulls. Markus Kietzer kommt und Canyon. Das Spiel auch mit niedrig punktisch. Ja. Ein Punkt. Macht das Spiel schneller, habe ich gelernt, ne? Aber nicht von mir. Nein, aber. Gray nimmt früh den Schuss, trifft nicht. Jetzt hier Jens Albrecht. Da hat man mal gesehen, wie schnell er wieder zurück ist, ne, Tommy Gray. So, Canyon. Ja, aber ist halt auch wichtig, wenn du verwirrst, gleich Gas geben, zurück, den Ball wieder zu erarbeiten. Und das hat er jetzt auch gemacht, wieder mit. Ja. So, schnelle Abschlüsse die letzte Zeit. Lucky Jung. Ja. Wirft vorbei, der Ball bei den Bulls. Albrecht. Oben an der Drei-Punkte-Linie. So. Ja. Ja, die muss da hat er den Größenvorteil. So, Jim Palmer macht sich bereit, um zurückzukommen ins Spiel. McPhail mit dem Ball. Und wieder Güntner. Sehr stark. Trifft. Sehr stark. Macht die Punkte, and one. Kriegt noch einen Freiwurf. Ja, Matze ist saugut ins Spiel gekommen. Ja. Der hält auch Wiesbaden gerade am Leben mit seinen Schüssen. 16-24, 8 tief. Ja, er pumpt schon ein bisschen. Ja. Ja, trifft nicht. Azad mit Rebound. Binek. Immer noch Binek. So, Janet McLachlan. Da ist jetzt die Schnelligkeit von Tommy Gray. Oh, ah, hat er unten ans Brett geworfen. Hat er so gekämpft. Kurz vorm Klo in die Hose geschissen jetzt. Ja, mach mal, ne? Mann. Aber vielleicht wäre es da besser gewesen, nochmal aufzuspielen, ne? Oder wegzufahren und nochmal aufzubauen neu. Weil er stand schon sehr tief unterm Brett. Ja, aber auch viele, will er sagen, Fehlpässe, aber Würfe, die auch nicht ankommen bei den Bulls, sei es mal eine Wiesbadener Hand dazwischen und so weiter, alles nicht sehr. Ja, aber ich denke halt, ist auch dem geschuldet, dass sie halt nicht mit so einem, ich weiß nicht, ob die Einstellung noch nicht so ist wie gegen Landin. Aber ja, es ist natürlich, weißt du, die haben nächste Woche haben sie den Champions Cup vor sich. Wechsel. Muss auch wieder am Tisch aushelfen. Ja. Nee, nächste Woche wechseln auch schon früher. Markus ist schon im Spiel, ja. Ja. Ja, guck mal, Alex schon wieder fast 6 Minuten, 7 Minuten auf der Bank. Also sind groß am Rotieren hier. Richtig. Und ich denke, ja, das ist auch immer clever vom Trainer, wenn er bei so einem Spiel auch sehr viel ausprobiert, auch andere Line-Up spielt. Ja. Hier kleiner Crash in der Mittellinie, André Hopp. Der Pfiff jetzt. Da ist auch so wilde Aktionen dabei. Er hat doch jetzt den Größenvorteil gehabt, hätte doch jetzt abstoppen können, oder? Ja. Ja, Canyon ist so ein bisschen am Grübeln, was er jetzt gepfiffen hat. Einwurf tief. Ja. Michael Engel ein bisschen pikiert, sagt, wo soll sein Spieler hin? Ja, er meint, es war keine Ballkontrolle. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er einen Foul hätte pfeifen müssen. Aber Schiedsrichter hat es so gesehen und. Gut ist. Janet. Ist
ist auch so ein bisschen mit Nicklichkeiten. Ja. Ich mag sowas. Ja, du magst sowas. Ja. Ja, da musst du halt die Eier haben und nicht drauf reagieren. So wie du. Oder auch, oder auch aushalten. Oder aber, genau, oder zurück dann. Ja, Biene hat so leicht das Gesicht verzogen. Ja, es tut halt auch weh, weißt du, nimm mal eine mit, gibt's an den Stuhl und kann ich schon gut verstehen. Ja. Aber es beruht ja auf Gegenseitigkeit, ja. Also nicht nur, dass Wiesbaden das macht. Wir sind halt im Streichel so. Oh, yes, Palmer! Palmer macht den Trailer. 24-18. Sechs tief. Aber die kommt trotzdem zu einfach in die Zone, ja. Oh, was war jetzt hier? Unsportliches Foul. Janet, unsportliches Foul. Hat sie festgehalten, oder was? Hast du was gesehen? Bevor wir jetzt spekulieren. Also ich habe jetzt hier kein Holding gesehen, also festhalten von der Hand, aber... Gut. Es waren gerade so viele Hände da. Genau. So ein paar Eierköpfe. Ja. Ja, aber es ist ein normaler Zweikampf unter einem Brett, ja. Also ich glaube, wenn das ein unsportlich ist, dann hätte ich ja fast nur unsportlicher an mir gesehen, ja. Weil es ist immer so, dass einer an der Hand zieht. Sobald einer größer ist, kommst du automatisch an die Hand. Ja, aber Schiedsrichter hat es besser gesehen wie wir. Ersten Drifter. Zweiten auch. Sicher von der Linie. Er macht seinen Job gut. Als Ersatz für den Alex. Jetzt mal gucken, was wir jetzt sehen. Was war das, der T-Cup, ne? Oder? Nein. Ach, Mann, jetzt wollte ich mal glänzen, hier bist du halb wissen und dann war es wieder falsch. T-Cup ist auch wieder in der Defense. Okay. Nein, ich habe leider den Spielzug noch nicht richtig erkannt, was das sein sollte. Müssen wir das nächste Mal noch mal drauf hingucken. Ja. Gray außen fahren. Kann nicht verwerten. Ball bei Assad. Kiezer. Und schon wieder in der Zone. Ja, das sind so einfache Punkte, ne? Also hat irgendjemand gepennt. Ja, das Problem ist halt, wenn du die immer reinfahren lässt. Du musst erstmal geordnet zurückkommen in die Defense. Und dann musst du gucken, oben am Zonenrand. Die Stühle festhalten, aber sobald du immer einen... Oh, es war das dritte, glaube ich, schon. Ja. Ich glaube, das ist von Joachim schon das dritte Foul. Ja. Du sitzt hier neben den Scoutern, muss man gucken. Ja, zeig mal an, wechseln. War es zweite oder dritte von Joachim? Alex Alowski kommt rein. Vanessa Erskine. Nee. Joachim hat schon mehr wie eins. Das Scouting funktioniert nicht. Zweiter. Ja, zweite wird angezeigt hier neben uns. Also zweite Foul von Linden. Ja, das eine von ihnen war kein Foul, das war ein anderer. Ja. Wie dem auch sei, zwei Fouls, Joachim Linden. So, Einwurf McPhail. André Hopp. Ah, das Mismatch, zweite Airball, zu viel Kraft. Ja, aber Einwurf. Du hast vorhin gesehen beim Gündner, da ist immer schön in die Zone rein, am Zonenrand schön geschossen, seine Mismatch ausgenutzt. Und das soll jetzt André und Schell vielleicht auch mal tun und nicht nur von draußen schießen. Mhm. So, Janet. Jetzt. Ja, das war. Binek. Du siehst ja, die kommen ja mit einer Überzahl da an. So, den großen Mann. Palauski. Binek. So.
muss nehmen, Bienek trifft nicht. Ball bei Linden, Azad. Schöner Korb von Azad. Ja, jetzt sieht man beim Bulls, also groß spielen mit zwei Vierer oder Vierer halber, einen, ja, mit einem zwei Dreier und einer Frau. Das ist das, was Wiesbaden auch spielen kann, aber ich noch nicht gesehen habe. Ja. So, McPhail muss den Wurf nehmen. Linden, Bienek, Halowski. Lässt ruhiger angehen, fährt zurück. Linden. Halowski. Ja, ist er da. Ist er sicher. So, und Yuki Ito mit der Auszeit. Ja, war jetzt schon ein kräftiger Lauf. Ich weiß nicht, wie viel es war. Also 32-18 steht jetzt. Hab Mathe immer eine 4 gehabt, hast du mitgezählt. Der Lauf jetzt war. Ich glaube, es war nicht schon. Ja. Ja, ab und zu hat man Wiesbaden wieder einen eingestreut, aber das ist so einfach gerade. Ich weiß nicht, warum sie Matze schon runter hat. Ja, da ist immer eine Tone gekommen, hat gut gescored und hat ja auch im Leben gehalten, Wiesbaden. Und ja, aber es ist halt, man sieht, wenn sie nicht in die Zone kommen, Wiesbaden, ist es für sie sehr schwer. Und nur von draußen zu schießen, ja, dafür sind sie nicht die Mannschaft. Ja. Und du siehst, wenn die Bulls ins Laufen kommen mit ihrer Überzahl, ja, sie bewegen sich auch viel agiler und kommen so zu einfachen Abschlüssen, auch in der Zone. Ja, Janet McLachlanley, die letzten zwei Spiele, wirklich hier nur so einpunktig gescored. In Köln hat sie erst nach, ich glaube, 26 Minuten die ersten Körbe gemacht an der Freiwurflinie. In Zwickau waren es auch nicht mehr. Ja. Gerade eben habe ich es noch gesagt, Wiesbaden stellt es selber auf mit der Brit und zwei und dann Vierer. Gerade eben habe ich es noch gesagt, ja, genau. Und bumm, sind sie auf dem Feld. Also David Armin, Brit Dillmann jetzt auf Court. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich würde Brit stärker fahrig einstellen, wie die Frau von dem Bulls. Jetzt bin ich mal gespannt. So, David Armin. Ja, Notwurf, wilder Dreier hier von André Hopp. Halowski trifft, Korb zählt, Foul von David Armin war es, glaube ich. Ja. Ja, also, Foul von David Armin. Foulgrenze erreicht. Ja. Jetzt sitzen wir in Diskussion da unten. Ich glaube, der André hat es gerade verwechselt. Eigentlich muss jetzt nicht der Alex schießen, sondern die 7. Ja. Weil an ihm ist es fauler gegangen. Ja. Wird ja auch, ja, jetzt korrigiert. Erste geht vorbei. Jetzt. Dir ist vielleicht nicht aufgefallen, mir schon. Ich glaube, der Trainer wollte gerade, dass alle zurückkommen, aber ja, die waren trotzdem vorne am Rebounden gestanden. Mhm. Ja, verlieren jetzt Zeit. Die Rhinos. André Hopp. 5 Sekunden, 4, 3, muss den Wurf wieder nehmen, trifft nicht. Aber wieder vorbei, Rebound. Gray mit dem Rebound. McPhail, 10 Sekunden noch. Und ein Korb. Oh. Eben zurückfahren. Es grad, ich finde, Wiesbaden hat keine schönen Abschlüsse. Alles so ein bisschen überhastet. Ja. Halowski auf Bienek. Bienek mit dem Mondball. Macht möchte, das Ding, glaube ich, noch das Foul haben. Ja. Ich wollte gerade noch das Foul haben, der André. Ja. 36-18. Jetzt doch deutlich der Vorsprung.
So, Foul von André. Foul von André. Ja, gibt jetzt erstmal mal zwei Schuss. Normalerweise. Oder was war? Das war aber. Ja, da müsste ich jetzt wieder meinen Schiedsrichterkollegen fragen. So, Günther kommt für Hopp. Sicher von der Freiwurflinie, Wahid Azad. Jetzt wieder unser Matze auf dem Feld. Ja. Noch knapp letzte Minute angebrochen jetzt im zweiten Viertel. Noch 8 Sekunden auf der Uhr. Ja, ich finde, das sieht jetzt so schön bei Wiesbaden, dass es irgendwie nicht klappt, die Aufstellung. Ja, 3 Sekunden gepfiffen jetzt. Ich denke, Wiesbaden muss jetzt mehr kommunizieren. Wenn die jetzt so spielen, müsste viel mehr kommunizieren werden untereinander, weil ich finde, sie stehen sich selbst im Weg vorne in der Offense. Kalowski. Binek. Nimmt den Dreier, trifft nicht, Günther mit dem Rebound. Das Foul. Foul von der 14, Alex Alowski, 2 Schuss. Ja, ich finde, ich muss echt sagen, das ist echt schon eine kleinliche Linie, aber richtig. Hm. Weil sie haben gesehen, dass das Spiel so nicklig wurde. Hm. Und jetzt fallen sie auch, wo man nicht immer gleich geben muss. Hm. Aber sie bleiben ihrer Linie treu und das finde ich richtig gut von den Schiedsrichtern. Günther verliert den Ball. Ja. Sieht man auch nicht alle Tage an der Freiwurflinie. Trifft nicht. Kalowski. Noch 23 Sekunden Spielzeit. Und Linden macht die 2 Punkte und kriegt noch den extra Freiwurf. Foul von Bredillmann. Ja, rückwärts gezogen. And one. Ja, was war los? Warum haben sie so ein bisschen den Faden verloren? Hat der eigentlich die ganze Zeit funktioniert? Ja, aber die haben ja auch die Lineups wieder geändert. Ja, jetzt zum Schluss hast du ja gesehen, jetzt haben sie auch mal Großspiel, sehe ich heute das erste Mal hier. Und als Außenstehender, mir fällt halt auf, sie kommunizieren nicht gut vorne in der Offense. Ja. Stehen sich auch oft selbst im Weg. Ja. So wie jetzt. Vom Coast to Coast. Oh, Park 3 Sekunden. Unglücklich jetzt. Und Michael Engel mit der Auszeit. Wir haben noch 7 Sekunden. Auf der Uhr 19:40, 21 tief für Wiesbaden. Ja, du hast gesagt, sie haben viel probiert, viel rotiert. Ja, das Problem ist halt, wir tun jetzt wieder was sehen, wir sehen jetzt nur das Spiel. Ja. Normalerweise, wenn du ja solche Systeme spielst, trainierst du die auch. Und was ich jetzt beurteilen müsste, ist halt, sie kommunizieren nicht, sie stehen sich wie jetzt schon wieder selbst im Weg. Und es sind so Fehler, die dürfen ja eigentlich nicht passieren. Ja. Auch als Playoff-Kandidat, da kann das Spiel mal ganz schnell zum Waterloo werden. Ja. Wenn zum Glück ist bei den Bulls auch nicht so alles super heute. Und deswegen nur die Führung mit 21. Nur mit 21. Ja, aber ich denke halt auch, dass die Bulls das auch so machen, dass sie viel probieren heute. Ja. Auch die Kräfte ein bisschen einteilen für den Champions Cup. Ja, aber ich denke trotzdem, dass Wiesbaden muss jetzt mehr kommunizieren. Die haben auch die Körpersprache, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du auch mal so einen Meisteranwärter ärgern willst, dann musst du mit einer ganz anderen Einstellung ins Spiel, da musst du anders auftreten, da darfst du nicht den Kopf hängen lassen, wenn mal was nicht klappt. Ja, und das vermisse ich gerade ein bisschen bei Wiesbaden. Und die Bulls spielen souverän runter, ja. Trotz Wechsel hinterher.
Kein Korb zählt nicht. Alex will ist nicht warm, Foul von Tommy Gray. Hat sich so gefreut. In der NBA hat er jetzt gezählt. Ja, genau. Nein, NBA du warst gar nicht. In der NBA darfst du auch 20 Schritte machen, bevor du trippst. Nein, aber. Halauski, eine Bank. Er macht das halt von der Linie, ne? Von der Freiwurflinie. 3, 2, 1. Ja, so ein, zwei Sätze vielleicht noch zur ersten Halbzeit, bevor wir in die Pause gehen. Ja, ich sag mal, Wiesbaden finde ich so einen kleinen Hoffnungsschirm mit unserem Matze heute. Ja. Ich glaube, der stärkste Wiesbaden im Moment auf dem Feld. Ja, die Köpfe hängen schon wieder sehr tief, finde ich sehr schade bei Wiesbaden. Die Bulls spielen ihren Stiefel runter, können ihre Kräfte schonen für die kommenden Wochen. Und ja, natürlich kann man da auch was verbessern, der Trainer wird es auch tun. Ja, es ist ja schade einfach. Gut. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt von Wiesbaden. Ja, guck mal. Eine zweite Halbzeit haben wir ja noch. Ja. Haben schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Wir gehen in die Werbung. Wir gehen in die Werbung und sind dann zur zweiten Halbzeit für euch zurück, liebe Zuschauer. Ja. Bis dann. So, zurück in Wiesbaden, liebe Zuschauer. Am Anfang war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Dann haben die Thuringia Bulls eine Schippe draufgelegt. Ja, Sebastian, erstmal schön die Wurst gebissen, gell? Hast jetzt voll im Mund, kannst jetzt so babbeln. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, liebe Zuschauer. Ich weiß ja, ob ihr den Film kennt, die nackte Kanone, wo der das Mikrofon anhat und pinkeln geht. Ja. Das alles übertragen wird. Und daher gucke ich mir jetzt einmal drauf, ob mein Mikrofon aus war. Ja, ja. Du hast das Scouting hier vor dir liegen. Was sind so die... Ich würde mir jetzt neudeutsch sagen, die Key Facts. Was waren so die? Das Problem ist, dass man nach dem Scouting nicht so gehen kann, weil da stimmt so gut wie gar nichts, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil ich habe mich ja kurz mit Lutz nochmal unterhalten, da sagt er auch, da ist alles nicht richtig, die Zeiten stimmen nicht, die Scorer stimmen nicht. Dann aus dem Gefühl raus. Was stimmt nicht? Was haben die Wiesbadener im ersten Viertel gut gemacht? Was haben sie dann vernachlässigt? Waren es die Lineups? Waren die Bulls zu? Ja, mich hat sehr positiv überrascht. Da, wo Schenet runter musste und sie dann mit 2-1er gespielt haben, dass sie da noch das Spiel mit Matze ausgeglichen haben. Ich glaube, der Matze hat einen sehr guten Job bis jetzt gemacht. Den will ich auch herausheben bei Wiesbaden. Ja, es ist halt schade. Mit einem Mann kannst du da nicht viel reißen. Ja. André hat heute nicht so einen guten Tag. Auch sehr viele Notschüsse wieder gehabt. Ich glaube, da muss jetzt Wiesbaden nochmal richtig Gas geben, dass sie da jetzt nicht das Spiel vollends aus der Hand geben. Das Ergebnis spricht ja schon Bände mit 42-19. Und ja, ist schon eine Hausnummer, ja, ne? Ich denke halt, wenn man jetzt mal auf der Bulls-Seite rüber geht, dann sagt man halt schon, dass es gut runterspielen. Ja. Der Schnitt stimmt auch mit 42 Punkte pro Halbzeit. Mhm. Die Fans haben es nicht so viel zugelassen, 20 Punkte. In zwei Viertel ist auch okay. So können sie die Kräfte schonen für den Champions Cup nächste Woche. Ja, für die Zuschauer halt ein bisschen schade. Ich hoffe, dass halt jetzt Wiesbaden mit einem befreiten Gefühl reinkommt, weil wenn man manchmal in die Köpfe sieht oder was wir auch gesehen haben, fehlt mir da so ein bisschen die Leichtigkeit. Ja. Ja, weil sie haben nichts zu verlieren und dann kann ich auch einfach mal befreit aufspielen. Das hätten sie heute gekonnt. Sieht noch nicht so nach aus. Auch diese Wechsel, wo sie dann auf die große Line-up gestellt haben, sieht mal, dass sie noch nicht harmoniert. Ja. Vielleicht zu wenig trainiert oder können wir auch wieder nur raten, weil im Training waren wir auch nicht dabei. Ja, jetzt schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bringt. Aber wie immer, Alex, Topscorer bei den Bulls, würde ich sagen, mit weit über 10 Punkten. Ich denke dann auch dicht gefolgt vom Iraner, der auch seinen Job heute sehr gut macht, wie auch letzte Woche. Und ja. Jetzt drücken wir Wiesbaden die Daumen, dass sie noch mal ein bisschen rankommen. Das Spiel noch mal vielleicht spannend wird. Ja, für die Zuschauer auch, ne? Ja. Also, dass wir hier noch mal schön Rollstuhl-Basketball sehen. Hier in der Halle und auch bei euch zu Hause. Gut gefüllt für Wiesbadener Verhältnisse, ich würde mal so schätzen.
Ja, 200 Zuschauer, 250. Ich tue mich immer schwer damit. Der Oberbürgermeister hat hier eine kurze Ansprache gehalten, wurde interviewt vom Hallensprecher. Hat davon gesprochen, dass Rollstuhlbasketball angekommen ist hier in Wiesbaden. Das können wir eigentlich nur unterstreichen. Ja, bestätigen, ja. Und er sprach auch davon, dass natürlich noch Luft nach oben ist, was die Zuschauerzahlen betrifft und die Entwicklung des Sports hier in der Stadt generell. Ja, aber sie sind ja gut aufgestellt, Wiesbaden. Ja, muss man. Für die erste Saison in der ersten Liga gleich einen Playoff-Platz schon, ja. So gut wie sicher. Gut, dann schauen wir mal, was die Rhinos machen. Du kannst jetzt weiter in deine Wurst beißen, mein Freund, das ist mir nicht vom... Ja, ich warte schon. Nein, aber und was wir heute echt sagen können, die Schiri machen einen guten Job. Ja. Halauski auch. Ja. die Maschine, Halauski. Nein, ja. Aber auch mal die Schiedsrichter sollte man hervorheben. Trotz der Nicklichkeiten da haben sie echt gut ihre Linie weiter durchgepfiffen und haben das Spiel wieder unter Kontrolle gekriegt und guter Job. Ja, schlechter Pass hier von McLachlan über die Zone. Ja, aber das war ja auf Druck vom Alex. Ja. Du musst auch immer so ein bisschen sehen, was setzt der Gegner zu, wie weit setzt der Gegner seine Mitspieler unter Druck oder seinen Gegenspieler. Und es macht schon den Puls sehr stark. McPhail. Ja. Der hat gesessen von McPhail. Schön mit Brett. Halauski, Linden. Aber sie jetzt auch wieder bei Wiesbaden schön, dass sie ihre Zwei-Mann-Presse spielen mit Tommy und John. Versuchen ein bisschen die Zeit wegzunehmen für die Bulls in der Offense. So, Ball bei Wiesbaden. Gray und Binek waren keine Freunde heute. Waren die schon mal Freunde? Weiß ich nicht. Ja, McPhail, zweite hintereinander. Ja. 23-44, immer noch 21 Punkte tief. Wiesbaden. Binek. Halauski. Gegen zwei Mann. Ja, aber es ist ein klares Mismatch, egal ob jetzt noch Tommy dazukommt oder nicht. Aber er hat wieder das gemacht, was du gesagt hast. Er hat den Ball oben gelassen, hat ihn mal runtergenommen. Tommy Gray. Pass über die Zone zu McPhail. Der tankt sich durch. Palmer, McLachlan, 2 Sekunden, die muss den Wurf nehmen. Trifft er. Bisschen wild, aber drin ist er. Wer trifft, hat recht. Richtig. Beginskis. Ja, so ein bisschen Run and Gun jetzt hier. Ja, sehr sicher. Ja, aber du siehst aber die Schüsse. Wenn du so die Seiten ein bisschen vergleichst, weil bei dem Bull sieht alles so ein bisschen flüssiger aus. Ja. Obwohl die 2 Schüsse vom John ja auch schön rausgespielt waren mit einem schönen Pick oder mit einem schönen Block. Ja, aber jetzt siehst du wieder, jetzt fährt er wieder mit dem Ball runter, macht sich das Leben selbst schwer, statt er einfach hinten dran bleibt, weil er hat ja 2 schöne Schüsse gehabt. Und dann würde ich einfach das erstmal weiterspielen, bis es nicht mehr funktioniert. Bis der Gegner sie nicht mehr zulässt oder bis Sanction nachlässt. Ja. Ja. And one. 2 Punkte von Halauski und der extra Freiwurf. Ja, das macht auch ein Alex ein bisschen stark. Weißt du, dem ist es egal, wer am Stuhl hängt. Der bleibt echt konzentriert, auch noch beim Schießen während dem Foul. So konzentriert war ich zum Beispiel nicht. Da habe ich erst gerade aufgeregt. Sicher.
Ja. Ja, Matze Günther beschwert sich jetzt, warum hier Sprungball-Situation. Das war jetzt wieder so ein muss oder kann Pfiff, sag ich mal so. Er hat ja den Ball behauptet, ne? Ja, aber trotzdem, es waren trotzdem noch zwei Arme drauf. Jim Palmer in den Dreier trifft nicht. Rebound bei Binek. Kann man schon falten. Ja. So, Linden. Ja, sieht man auch, wie schnell er ist, ne? Mit Ball. Binek. Halowski, Beginski. Easy Shot. Hat alle Zeit der Welt. Nimmt sie sich, trifft. Ja, und das ist halt auch ein Raimund seine Stärke, weil da hat er so seine Distanz. Und er schießt, ob es 0 Grad ist, ob es 45 Grad ist, ob es oben von der Zone ist. Sehr hochprozentig. So, Tommy Gray. Und wieder Halowski. Zwei Mann am Stuhl. Ja, aber du hast gesehen, da kommt keiner dran, der kommt nicht einmal mit dem Ball runter. Ja. Und das ist halt auch wichtig, wenn du groß bist, den Ball oben zu halten. Ja. Egal, ob da einer angejumpt kommt oder nicht, da kann er nur faulen, wie jetzt auch Günther im Spiel war. Ja. Wechsel, Jens Albrecht kommt. Ist noch vorbeigeflogen. Ja. So macht er schon stark, auch an der Linie. So, Wechsel. Halowski trifft 2. Jens Albrecht kommt für André Binek. Jetzt spielen sie in der Presse. Backfail. Ja, wollte Halowski foppen. Hat er ganz geklappt. So, 2 gegen 1. Ja, gut gespielt. So spielt ein deutscher Meister, oder? Nein, so spielt man Basketball. Schon eher. Genau. Nach Basketball-Lehrbuch. Aber es sieht stark danach aus. Ja. Obwohl ich Landin noch nicht abschreiben würde. Ja, schön gesehen von Jalen McLachlan. Ja, Matze Günther. Iceman. Aber heute von Alex. Super. Auch stark. Klasse. Einmal wie so ein Tipppass, sag ich mal. Ne? Bum, bum. Ja, und jetzt siehst du auch jetzt hier mit dem Benny. Hat noch nicht viel geschossen, aber er trifft sie auch von draußen. Und das ist auch was die Bulls so unberechenbar macht. Wir haben eine Line-Up, da kann jeder scoren, egal in welcher Lage. Albrecht. Auf Beginski, schöner Bodenpass. Ja, trifft leider nicht. Schön gespielt. Aber da regt er sich jetzt auf. Ja. Weil normalerweise macht er die auch. So, McPhail. Shannon McLachlan. Ja, wirkt so ein bisschen unglücklich die letzte Spielzeit. Macht's wieder gut, ne? Beginskis. Aber jetzt auch Bernd Stark vom Matze. Ja. Ist auch wieder das Un in die Zone rein. Sich vom Gegner weggedreht, Ball gekommen. Deswegen sagt man immer, die Baseline muss einfach zu sein. Egal, wer da kommt. Foul Nummer. Alex Offensivfoul, 14. Okay.
So, er heißt dann Alex und dann Sascha. Nein. Eigentlich, das ist jetzt genau dieses Rusche. Eigentlich heißt Alexander, aber auf Deutsch übersetzt ist er wieder Sascha. Herr Engel hat ihn eben Sascha genannt, also auf ja, den Namen. Das ist die Übersetzung, weil du guckst, heißt Alexandre, ja? Ist Russisch und in Deutsch übersetzt bleibt sich bei Alex, wie heißt er Sascha. Oh, Günther, trifft nicht. Und da hier, Tommy war mit dem Finger dran. Aber Bull ist im Ballbesitz. Und jetzt Überzahl. Haben immer noch den Ball. Und er braucht das Spiel. Zu einfach. Das ist so ein Bauerntrick, ne? Beziehungsweise sind immer die einfachsten Punkte, der macht nicht. Stehen sich selbst im Weg jetzt die Rinos, Tommy Gray, Palmer, Günther, schön stark. Gespielt. Sehr stark. Super gemacht. So, Michael Engel mit der Auszeit. Ja, aber Matze macht da, wo er aufgehört hat vor uns in der ersten Halbzeit. Und ja, unser Scouting funktioniert, glaube ich, nicht so richtig, ne? Was hat er laut Scouting? 15 Punkte. 15 Punkte. Ja, ist aber schön zu sehen, dass so ein junger 18- oder 19-Jähriger da reinkommt. Dem ist echt egal. Und ich finde, der macht heute echt einen sicheren Job. Wirklich, sobald er reinkommt, scoret er spielt mit. Nimmt die Fouls an, hält auch gut dagegen. Und das müsste eigentlich übers Team mitschwappen, weißt, dass es jeder mal mitmacht und nicht so einen Kopf hängen lässt. Und, ja. So, wir haben folgendes Line-Up hier mit McLachlan, Güntner, Palmer, Gray und McPhail und Linden, Albrecht, Partan. Canyon und Wahid Azad. Wenn du zu Puls rüber, wenn du guckst, die fahren ohne Einser auf. Und was für Kaliber, die haben auch mit dem Patan. Der ist auch ein brutal starker, fahrisch starker Spieler. Ja, Pass kam nicht an. McPhail auf Janet McLachlan. Ja, die hat irgendwie die Seuche an der Hand, also die letzten... Ja, aber die hat sie müsste auch mal kurz stoppen, durchatmen und einen sauberen Schuss nehmen. Es sieht so ein bisschen überhastet aus. Foul von Partan. Ja, wir es jetzt so wahrhaben. Michael Engel vorher dann. Weiterspielen. Ja, das sind halt so Wusler, ja, die drücken, schieben und machen und tun, die bewegen sich halt immer, ja. Da ist auch für den Schiedsrichter schwer, wann ist ein Foul, wann ist kein Foul. So, Güntner. Mit Brett trifft er, McPhail schon wieder mit dem Rebound. Palmer. Auch McPhail. Ja, also irgendwie läuft es nicht rund bei... Janet McLachlan. Asa trifft nicht. So. Passt da im Spieler nie in den Rücken, hat mein Trainer immer gesagt. Ja. Das tat weh. Ja. Palmer. Hat mal kurz aus dem Stuhl geholt. Ja, aber das aber war schon ein bisschen Aua. Aber er kann schon wieder lachen hier. So, neue 24. Ist auch krass, wie der sich entwickelt hat im Ex-Leben, muss man echt sagen. Ja. Ja.
Ja, Lutz Lessmann hat mir ja mal gesagt, dass er, dass Temu Partans Mutter wirklich froh war, ja, dass er angefangen hat, hier Rollstuhlbasketball zu spielen, weil er wohl schon so ein Schlitzohr war, ja, immer mal so unanständige Sachen gemacht hat. Da habe ich auch was gehört mal. Ja, und von daher war sie ganz dankbar, dass er Rollstuhlbasketball spielt. Ja, ich muss schon sagen, das, was der Lutz da aufzieht, wie so eine kleine Familie, ist schon schön gemacht. Ja, auch Joachim, hat vorher nach innen nicht keiner gekannt, ja. Partan, Alex aufgezogen, ja, das sieht man schon, dass sie da über Jahre schauen, dass sie Spieler aufbauen und weiterentwickeln. Und nicht nur fertige Spieler holen. Und wenn du überlegst, dass sie ja auch bei Null angefangen haben, ist schon beeindruckend. Ja. Ja, Lutz Lessmann hat mir auch gesagt, steht gar nicht fest, ob Linden überhaupt EM spielt, ja. Weil er spielt so viel Basketball. Ja, ist halt schade für Schweden, ja. Weil es halt schon schön zu sehen, wenn er zum Beispiel auch mit Haidari spielt, ja. Das sind ja auch so zwei fast gleiche Kaliber. Ja, wo den Sport auch lieben und wirklich auf sehr hohem Niveau spielen können. Ist schon schön, wenn du so zwei Arbeiter hast, wo echt alles können. Ja. Auf ihrer Position als Drei-Punkte-Spieler. Ja. So, 37, 61. Wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder für euch zurück hier im letzten Viertel und du kannst in deine Wurst beißen. Ja, danke, Mann. Ja, zurück. Haben wir von der Vanessa die ersten zwei Punkte verloren, vergessen, nicht gesehen. So, McPhail, McLachlan. Ja, abgefangen hier von Wahid Assad. Sieht mir ja nochmal so ein deutsches junges Talent mit der Nummer 11, der Marvin. Ja, Marvin Malse kriegt jetzt hier seine Minuten, während Alex Halauski seine nächsten zwei Punkte macht. Ja, aber das siehst du halt, wie schön hier die Bulls schön durchwechseln, alle spielen von der Bank. Ja, Janet McLachlan. Ihre ersten Punkte heute. Oder? Hey, ich glaube nicht. What? Nee. Es sind schon, Punkt 3 und 4. Okay. Assad. Also müssen wir auch gleich entschuldigen, dass wir so im Scouting nicht so mitkommen. Ja. Weil bei manchen geht das Scouting rückwärts statt hoch. Ja. Ja, wie beim Alex zum Beispiel. Er hat auch schon mehr wie 10 Punkte. Ja. So, hier ist er wieder, Matze Gündner. Oh. Er ist schon hart. Ich glaube, das fuchsen Alex. An Sascha. Sascha, genau. Sascha. Verzeih mir, ja, Sascha. Zwei Punkte für Gündner. Müssen wir warten, bis der Spielberichtsbogen dann ausgewertet ist, dass wir eine richtige Scoring-Werte haben. Trifft er noch den Freiwurf. Sehen wir gleich noch eine andere Line-Up, die wohl schon von Anfang an der Saison gesagt hat, was Wiesbaden spielen kann, wenn beide zwei ja fit sind. Ja. Ich spiele jetzt genauso dann ohne Einser. Ja. Ja. Easy. So, Auszeit jetzt von aus Wiesbadener Seite. So, wenn dann sehen zwei Zweier, ne? Wenn dann kommen. Ja. Mit Thomas Gundert und Serdar Antac. Das ist ja das, was, wenn bei Wiesbaden alle fit gewesen wären zur Saison, dass es auch so ein bisschen Ausschlag gibt. Die hätten sehr viele Lineups gehabt, wo sie hätten spielen können. Leider, dass der Thomas ausgefallen ist so lang. Was schade war für Wiesbaden. Und ja, mal gucken. Ob sie jetzt nochmal so einen frischen Wind reinbringen.
44-69. Der Spielstand. So. Ja, aber das haben wir auch lange nicht mehr gesehen, dass Wiesbaden so durchswitcht. Ja. Also jetzt Gundert mit Serdar Antac. Mit Serdar Antac. Dein Kollege, ne? Aus Lauterner Zeiten, oder? Heidelberg, nee, oder Heidelberg was? Und Heidelberg und dann Lautern. Ja. Und dann Lautern, bitte. Genau. Du machst auch deine Hausaufgaben nicht, oder? Nee, nee, hey, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ja? Oder auch nicht. Ja, genau. So viele Spieler und Stationen und... Ja, nee, mit dem Heidelberg in Heidelberg und dann Lautern noch. Ja, schlechter Pass jetzt. An was ich mich gut erinnern kann, sind deine 4 Dreier, ja, die du eingelötet hast in Frankfurt. Gegen die Bulls. Gegen die Bulls, ja. Ja, ich hatte auch mal einen Zahnetag erwischt. Ja. War ein guter Einstand damals für dich, ja? Ja. In Frankfurt. Oh, er hätte gesprochen hier. Rebound. Da siehst du auch mal die Gundert. Größe. Gundert, ja. Ne? Ja. Er ist schon ein sehr großer Zweier. Ja. Freut mich für ihn, dass er wieder da ist. Hat er auch jahrelang im Wetzlar gespielt. So, das Foul jetzt von John McPhail. Kam von hinten an, foult Halowski. So, 2 Shots für Halowski. Na ja, und? Ich sag 2-2. Du sagst 2-2? Ich sag 1-2. Um was wettet man eigentlich? Die nächste Wurst. Genau, die nächste Wurst. Ja. Danke. Ja. Verdammt. Ja. So, McPhail. David Arment. Ja, schon wieder. Die stehen auch schon wieder zu arg, weißt du? Das ist so, eigentlich müsste David jetzt mehr in die Zone attackieren, so wie jetzt. Ja. Das wurde übersehen. Wurf von außen. Ja, hat er mal kurz ausgepackt hier, Thomas Gundert. So muss es sein. Das ist, das gefällt dir wieder, gell? So dieses physische Spiel. Ja. Naja. So ein Pass darf man nicht spielen in der Zone. Auf dem Großen. Aber jetzt hieß das jetzt auch spielen wollen, so ein Spielchen machen und. Ja, macht die 2 Punkte, Halowski. Und noch ein Match. Und. Wird getroffen am Rollstuhl unten. Ja. Ja. '75-'46. Ja, aber jetzt sieht es ja so aus, dass wir dann in den Playoffs nochmal Wiesbaden mit Thüringen sehen. Ja, das stimmt, ja. Ob es dann Livestream geben wird, wissen wir noch nicht. Ja. Also ich kann beruflich nicht, wenn wir sehen, liebe Zuschauer, ob es da eine Alternative gibt. Mal gucken, ob wir jemanden finden. Sollte nicht an mir scheitern. Ja, aber ich kann ja ohne dich gar nicht. Echt? Ah ja, das stimmt. Ich auch ohne dich. Ja, außer du setzt mir eine Blondine mal hin. Ah, hübsch, ja? Ich hoffe, deine Frau guckt nicht zu. Die ist beschäftigt. Die ist beschäftigt mit den 3 Kindern, oder was? Ja. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier ein bisschen am Flachsen. Die Messe ist gelesen hier in Wiesbaden. Ja, noch ein schöner Block von oben. Ja. Wurde es mal kurz dunkel hier über den Blitz vom Bosporus. Oh oh. So, Biene, Kiezer, Linden kommen. Ja, aber du siehst da so ein bisschen die Stimmung da bei einem Bull so untereinander, feuern sich an. Was? Klatscht ab. Ja, ist halt ein Team, ne? Ja. Haben Spaß. Nein, ich glaube auch so, so untereinander stimmt bei denen schon. Ja, also ich meine, man hat es ja gesehen jetzt in Erfurt beim Topspiel.
Da sitzt halt mal, ich glaube, Kiezer was oder so, der sitzt halt nur auf der Bank, ja, weil er weiß, dass halt in dem Fall muss halt, denke ich, die stärksten Spieler spielen und das wird halt akzeptiert. Ne? Ja, aber ich denke halt, dass er auch trotzdem daran arbeiten muss, dass er da auch mitspielen kann. Das ist immer mein Anliegen, nicht da einfach sich dann auszuruhen bei den Spielen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich arbeite mir weiter, guck, dass ich in eine Rotation reinkomme. So, Gunder auf McPhail. Tommy Gray mit Brett trifft er. Ja, mal gucken, ob sie es unter 30 Punkten halten. Ja, noch 4,45. Ja. Linden. Palauski. Oh, schöner Pass auf Kiezer. Und er macht den. Erstmal nice. Ja, aber man sollte jetzt auch nicht eine Mannschaft vorführen, ne? Naja, gut, wir können immer zwei dazu. Einer, der es zulässt und. Aber hat er gut gemacht, Sascha. Ja. Sascha. Ja. Und das war eine Antwort. Das war eine Antwort von Tommy Gray. Ja, aber man muss schon sagen, die haben ja jetzt hier 35 Minuten schön Gas gegeben, die Bulls. Trotz, dass nicht alles geklappt hat und trotz den ganzen Wechseln, da kann man das jetzt auch mal machen. Ja, wieder einfacher Punkt jetzt hier für Malzi. Ja, aber wieder ein Sahnepass von Sascha. Ja. Ja, Tommy Gray will es jetzt wissen. Linden. Binek. Easy. So, Yuki Ito will die Auszeit. Jetzt sind wir bei 31. Ja. Ja, jetzt bei 29. Joachim Linden, Alex Halauski. Das wollte er, glaube ich, was für sein Scoring tun. Für sein Scoring tun. Ja, einer gegen alle. Wer kann, der kann, ne? Ja, wenn man das so sieht, ne? Ja, aber man soll jetzt aber nicht so überdrehen und soll auch seine Jungs hier wie Marvin, Markus, ja, mal ins Spiel bringen, Szene setzen. Es gibt ja auch für die Selbstvertrauen. Aber es macht er ja auch noch nebenbei. Jetzt gucken wir mal ein bisschen Cheerleaders zu. Ja. Langsam gehen uns die Worte aus. Ja. Aber ich plaudere noch immer nichts von Sardinien. Bleibt alles da. Ja, bleibt alles hier. Was du in Beginskis alles ausgestellt habt, hier in der Taverne oder sowas hier. Gab es keinen griechischen Wein, sondern einen italienischen Sangria oder sowas? Ja. Nee, das ist ja spannend. Ja, egal. Wir haben italienischen Wein. Mailand, Madrid, Hauptsache. Genau. Spanien. Ja, genau. Ja, war da viel los eigentlich hier, wenn da so sardisches Duell war unten da? Nein, also ich glaube, so viele Zuschauer hatten wir selten, wie jetzt auch hier. Man muss halt immer dazu sagen, wir wurden auch immer live übertragen. Ne? Das ist halt schon da ein bisschen anders strukturiert. Die Hallen sind viel größer, gehen viel mehr Leute rein. Aber so Zuschauer im Schnitt 50 bis 100, weil die haben es dann alle auf Fernsehen geguckt. Manchmal war auch mehr los. Ja. Aber wir sind sardischer Meister geworden. Wir haben die geschlagen jedes Mal. Ja. Weil ich spiele auch nochmal so ein. Wir haben ja drei Mannschaften auf der Insel. Und da haben wir auch so einen eigenen Cup ausgespielt. Ja, schlechter Pass jetzt hier von Halauski. Ja, John McPhail.
Noch 7. Muss den Wurf nehmen. Rausgehen mit dem Rebound. Aber schlecht aufgebaut. Also, wenn ich weiß, es sind nur noch 7 auf der Uhr, da kann ich nicht noch ein Fake und noch ein Fake und noch ein Fake. Kalauski ganz sicher. So, wir haben noch 1 Minute 40. 54, 83. Ja, jetzt ist auch hier, dass sie mit den Zweier noch nicht eingespielt sind. So, Schiedsrichter müssen sich abstimmen, wessen Ball ist. Weißer Ball, Rinos Ball. Ray mit dem Dreierversuch, trifft nett. Rebound bei Halowski. Pass auf Binek. Linden. Zu einfach. Ja, macht ihn aber nett, hat hinten von Gundert kam an. Und 3 Sekunden. Naja, der muss überlegen. Der Gunn, wie man ihn auch nennt, ist auch nicht gerade der Kleinste. Und da hat er schon schön drüber gelangt. Ja, wurde es mal dunkel kurz bei Linden. Die Lichter ausgemacht. Ja. Nein, aber das siehst du auch, wie das in der Fahne Spieler, da wirft er jetzt willkürlich hoch, bricht ab, okay, 3 Sekunden. Ja. Amen, 2 Punkte. Aber das ist... Zu einfach. Ja. Also wenn ich der Cliff wäre, ich würde ihn nur fahren lassen. Ja, das, so kann man auch nicht gegen die Bulls spielen. Also ich bin jetzt so die letzten 4 Wochen, wo man jetzt so ein bisschen mitkriegt, jetzt auch in Zwickau verloren. Da ist so ein bisschen eine andere Stimmung wie ganz am Anfang, wo der Hype da war. Da ist das Flüssige gelaufen, die Presse hat funktioniert, das schnelle Umschaltspiel hat funktioniert. Und ich denke schon, dass sie für die Playoffs nochmal einen Zahn zulegen müssen. Ja, definitiv, weil sonst wird es übel. Die Euroleague haben sie auch noch, glaube ich, jetzt. Ja, die Rinos müssen nach Holland, nach Amsterdam. Amsterdam. Auch Wochenende, oder? Ja. Ja, aber da dürfen sie sich auch nicht so präsentieren. So, noch 6 Sekunden. Erzählt. So. 58, 87. Ja, noch ein bisschen Theater, 4 Sekunden vor Schluss. Jetzt will er es aber wissen, Herr Schiri. No. Wenn man ihn schon angeht, zeigt er mal gleich hier, Freunde. No. Tommy Gray trifft nicht. Binek lässt jetzt ausspielen. Ja, wir stellen uns hin, um 1-2 Schlussworte an die Zuschauer zu Hause zu richten. Ach ja. So, Mikrofon richten. Oh. Das Licht geht an, wird ganz hell hier um uns rum. Wir kuscheln uns mal wieder aneinander hier. Oh, du bist schön warm. Ja, aber kein warmer Bruder, mein Freund. Also alles im grünen Bereich. Alles sauber. Ja, ich gucke gerade mal Endstand. 87, 58, deutliche Geschichte, 29 Punkte Unterschied. Keine 30. Keine 30. Also, schuldest du mir jetzt auch eine Wurst? Ja. Du weißt nichts von der Wette. Ja. Sag doch mal zu den Zuschauern zu Hause eins der Worte. Was war der ausschlaggebende Faktor heute? Ja, ich glaube, bei Wiesbaden hat so ein bisschen der Wille gefehlt, da nochmal einen rauszuholen. Was ich positiv sagen muss bei Wiesbaden, sie haben heute schön durchgewechselt. Ja. Aber ist auch dem Spiel geschuldet, aus dem Grund, weil die Thüringer haben ja schon sehr früh
Ja, nicht davongezogen, aber haben mal kurz ein Hausmal gezeigt. Ja. Dann haben sie auch angefangen zu rotieren. Sie haben frühzeitig die Starting Five runtergeholt, haben schon durchgewechselt. Jeder hat Spielzeiten gekriegt bei den Bulls, wie auch bei den anderen Spielen. Und ich glaube, die haben sich heute nochmal schön einspielen können für die Woche im Champions Cup. Und ja, aber ich denke halt, Wiesbaden sollte jetzt bitte nochmal Gas geben. Überhaupt für die Euroleague, für die letzten zwei Spiele noch oder auswärts. Und dass sie noch einen schönen Saisonabschluss haben. Ja. Weil sie haben so furios gestartet und das soll halt nicht so enden, finde ich. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wir werden gucken, wie es weitergeht jetzt mit den Rhinos, mit den Playoffs. Die Rhinos, wie gesagt, jetzt in Amsterdam auf europäischer Ebene. Elksleben zusammen mit Wetzlar in Mittelhessen. Spannende Begegnung. Die Hamburger müssen in Spanien ran. Also. Ja, aber ich denke, ganz kurz nochmal für die Wiesbadener. Ja. Jetzt hier in der Euroleague, da können sie ja nochmal Gas geben. Aus dem Grund, da ist es nicht so ein Niveau wie heute hier gegen Thüringen oder so. Da können die jetzt sich ja nochmal finden. Dass sie für die Playoffs echt nochmal so ein bisschen ärgern können, die Bulls. Ja. Aber das du hast ja gesagt, eigentlich hätten sie heute befreit aufspielen können, was sie auch nicht gemacht haben. Ne? Ja, aber ich denke halt, mit dem Sieg, wo die Bulls kamen, ja, hat man schon Respekt gegen Landil, wo sie gezeigt haben. Aber trotzdem, jetzt im Europokal sollen sie das Spiel nochmal finden als Team. Sollen nochmal richtig Gas geben. Ja. Und dann denke ich schon, dass sie mit einer Quali zurückkommen. Und dann nochmal hier die Playoffs sauber über die Bühne gehen. Ja. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht noch ein, zwei Informationen. Also ob es Livestream gibt für den Playoffs, wissen wir noch nicht. Also mit dem Team wahrscheinlich nicht. Vielleicht kriegen die Wiesbaden das an anderer Stelle hin, jemanden zu organisieren, der einen Livestream macht. Jetzt nächste Woche ist europäischer Basketball. Und ja, die Rollt kommt Anfang April raus zu den Playoffs. Alle Abonnenten werden von mir noch zeitnah informiert, was da auf euch zukommt. Ja, mir hat es wie immer jede Menge Spaß gemacht mit Sebastian Spitznagel. Ja, war eine coole Sache. Für mich auch. Ja, genau. Genießt die Zeit. Euch noch ein schönes Wochenende. Pressekonferenz kriegt ihr spätestens morgen, gegebenenfalls heute Abend noch. Bis dann. Ciao. Ciao.